Vermutlich hat so gut wie jeder Fußballfan das ein oder andere Tor in Erinnerung, das für ihn eine extrem hohe Bedeutung hat. Es gibt aber auch Tore, bei denen sich alle einig sind, dass sie absolut legendär sind und so vermutlich nie wieder erzielt werden. Genau um solche Treffer soll es im heutigen Video gehen. Wir zeigen euch nämlich nicht nur die dramatischsten Last-Minute-Tore, die den Lauf der Fußballhistorie für immer veränderten, sondern auch kuriose Eigentore, die in die Geschichte eingingen. Darüber hinaus präsentieren wir euch körperliche Meisterleistungen und sogar die atemberaubenden Stories hinter den wohl meistdiskutiertesten Treffern aller Zeiten. Es wird also hochunterhaltsam, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, welches euer Lieblingstor aller Zeiten ist. Wir sind gespannt. Zu Beginn starten wir gleich mit den wohl akrobatischsten Treffern überhaupt, die eine unfassbare Körperbeherrschung und fast schon überirdisches artistisches Talent voraussetzen. So ist Zlatan Ibrahimovic aufgrund seines schwarzen Gürtels im Taekwondo wohl der einzige Spieler, der zu einem solchen Tor fähig ist. Dass es sich dabei ausgerechnet um das 500. Tor seiner Karriere handelt, macht den Moment sogar noch überragender. Ähnlich spektakulär und um genau zu sein sogar gar nicht ungefährlich, war außerdem der berühmte Treffer von Robin van Persie aus dem WM-Spiel Niederlande gegen Spanien im Jahr 2014. Die Niederländer konnten sich in dieser Partie nicht nur für das verlorene WM-Finale 2010 revanchieren, das Bild von Van Persie, wie er gefühlt Ewigkeiten in der Luft schwebte, ging außerdem sofort um die Welt. Für die meisten gibt es jedoch ein Tor, das in puncto Spektakel und Körperbeherrschung alles in den Schatten stellt. Und zwar der berühmte Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo aus dem Champions League-Finale 2018 gegen Juventus Turin. Dieses Tor war dabei sogar so unfassbar überragend, dass selbst die größten Juve-Fans applaudierend im Stadion standen, da sie nicht fassen konnten, was sie gerade gesehen haben. Als nächstes kommen wir zu spektakulären Toren, die emotionaler als alle anderen sind. In den letzten Minuten ein großes Spiel zu entscheiden, ist nämlich das Größte, was einem Fußballer passieren kann. Besonders krass war vor allem das Spiel zwischen Leicester City und dem FC Watford 2013, bei dem es darum ging, wer in die Playoffs um die Aufstiegsplätze in die Premier League kommt. Dabei lag Leicester die ganze Zeit vorne und erhielt in der 6. Minute der Nachspielzeit sogar einen Elfmeter. Hätte der Schütze Anthony Knockaert diesen Ball verwandelt, wäre Leicester definitiv aufgestiegen. Allerdings parierte der Watforder Torwart den Ball und es folgte der wohl heftigste Konter aller Zeiten. Um weiterzukommen, benötigte Watford nämlich immer noch ein Tor. In den nächsten 18 Sekunden passierte jedoch das Unglaubliche. Ein ähnlich dramatisches Tor, das jedoch weitaus mehr entschied, wurde im WM-Finale 2010 erzielt. Und zwar von Iniesta, der in der 116. Minute Spanien zum ersten Mal zum Fußball-Weltmeister machte. Dies war übrigens nicht das erste weltberühmte Last-Minute-Tor von Iniesta. Ein Jahr vorher schoss er im Champions League-Halbfinale, nämlich den FC Barcelona kurz vor Schluss gegen Chelsea ins Endspiel. Der FC Chelsea musste danach 3 Jahre warten, um sich endlich zu rächen. Ebenfalls im Champions League Halbfinale brauchten sie kurz vor Schluss nämlich um jeden Preis einen Treffer, um Barca aus dem Turnier zu werfen. In der 90. Minute war Fernando Torres jedoch zur Stelle und holte alles zurück, was sein Club 3 Jahre zuvor verloren hatte. Weiter geht es mit ein paar Toren, die gezeigt haben, dass die Grenzen der Physik im Fußball gelegentlich außer Kraft gesetzt werden. Wie Roberto Carlos diesen Ball 1997 nämlich um die französische Mauer lenken konnte, ist für viele bis heute ein Wunder. Einen ähnlich überragenden Freistoß verwandelte Hakan Çalhanoğlu zu seiner Zeit beim Hamburger SV aus über 45 Metern gegen die Bayern. Besonders krass ist jedoch der Treffer, mit dem Toni Kroos Anfang 2020 für Schlagzeilen gesorgt hat. In einem Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Valencia erzielte der ehemalige deutsche Nationalspieler nämlich diesen Treffer. Goal! Goal! Goal!
Als nächstes kommen wir zu einem Tor, das für viele seit über 25 Jahren ein großer Skandal ist. 1994 spielten die Inseln Barbados und Grenada um die Qualifikation für den Karibik Cup. Barbados lag dabei 1:0 in Führung, benötigte allerdings einen Vorsprung von mindestens 2 Toren für die Qualifikation. Da sie es sich kurz vor Schluss jedoch nicht mehr zutrauten, selbst einen weiteren Treffer zu erzielen, gingen sie eine hoch umstrittene Alternative ein. Und zwar schossen sie ein absichtliches Eigentor, nur um mit Hilfe der Verlängerung über die Golden Goal-Regel, die in diesem Sonderfall eine Wertung von 2 Toren Vorsprung auf dem Papier bedeutet hätte, weiterzukommen. Dass sie sich also selbst ein Tor einschenkten, nur um in der Verlängerung dann tatsächlich das Golden Goal zu erzielen, gilt für viele bis heute als extrem unsportlich und sorgte damals für weltweite Kritik. Weiter geht es mit 2 Toren, die zwar gefallen sind und auch offiziell gewertet wurden, in Wahrheit jedoch nie hätten zählen dürfen. Zum einen hätte dieser Einwurf, der ohne eine weitere Berührung ins gegnerische Tor ging, nie anerkannt werden dürfen, zum anderen kam es 2013 zum wohl bizarrsten Bundesliga-Tor aller Zeiten. Und zwar, weil es eigentlich gar kein Tor war. Als der ehemalige Leverkusener Stürmer Stefan Kießling nämlich in einem Spiel gegen Hoffenheim unglücklich das Außennetz traf, rieben sich alle verwirrt die Augen, da der Ball trotzdem im Tor war. Der Schiedsrichter ließ das Tor also gelten, jedoch stellte sich im Nachhinein heraus, dass das Netz ein Loch hatte. Durch dieses Loch konnte der Ball von außen ins Tor eindringen, was im Nachhinein heftig diskutiert wurde. Das Phantomtor, wie es dann auch offiziell genannt wurde, ging sogar vor Gericht, da es weder vorher noch nachher jemals einen ähnlichen Fall gegeben hatte. Weiter geht's mit ein paar Toren, die zwar nur extrem selten fallen, dafür aber umso besonderer sind, nämlich indirekten Freistoßtoren. Um einen indirekten Freistoß zu erhalten, muss der Torhüter der gegnerischen Mannschaft einen Rückpass mit der Hand aufnehmen. Wenn er dies tut, bekommt die andere Mannschaft einen Freistoß im Strafraum, bei dem vor dem eigentlichen Abschluss ein Pass gespielt werden muss. Da sich die Mauer aufgrund der nahen Distanz jedoch komplett auf der Torlinie befindet, ist es extrem schwer, einen solchen Freistoß zu verwandeln. Manche Teams gehen die Ausführung jedoch sehr kreativ an. Es gibt aber auch Fälle, in denen Stars wie Cristiano Ronaldo solche Freistöße mühelos verwandeln. Den wohl berühmtesten indirekten Freistoß aller Zeiten führte jedoch der ehemalige Bayern-Spieler Patrick Anderson 2001 aus. Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison lag der FC Bayern nämlich mit 1:0 gegen den HSV zurück. Parallel hatte Schalke 04 gerade sein Spiel gegen Unterhachingen gewonnen und war für wenige Minuten in der Tabelle vor Bayern und damit erstmals deutscher Meister. Allerdings verwandelte Anderson den Last-Minute-Freistoß überragend, weshalb nicht nur ganz Schalke in Tränen lag, sondern der FC Bayern auch erneut Meister wurde. Bevor wir gleich im großen Finale zu Toren kommen, die die Welt nicht nur in Atem hielten, sondern auch zeigten, wie krass einige Spieler andere mit ihrer Klasse demütigen können, haben wir hier noch einige Treffer, die in dieser Liste einfach nicht fehlen dürfen. Darunter ist selbstverständlich das berühmte Wembley-Tor aus dem WM-Finale 1966 zwischen England und Deutschland. Nicht im Tor, kein Tor! Viele vergessen dabei jedoch, dass es 54 Jahre später zu einem ähnlichen Ereignis kam. Beim WM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England 2010 schoss Frank Lampard aus über 20 Metern ebenfalls an die Unterlatte. Allerdings kam der Ball dieses Mal klar und deutlich hinter der Linie auf. Dieser Treffer wurde jedoch nicht gegeben. Weitere Tore, die hier nicht fehlen dürfen, sind natürlich der weltberühmte Fallrückzieher von Zlatan Ibrahimovic oder das Siegestor von Mario Götze aus dem WM-Finale 2014 gegen Argentinien. Und wenn man schon von legendären Toren spricht, darf man ihn hier auf keinen Fall vergessen. Diego Maradona. Er erzielte bei der WM 1986 im Spiel gegen England nämlich nicht nur die berühmte Hand Gottes, also ein Tor, bei dem er unerlaubt, aber vor Ort unbemerkt die Hand zur Hilfe nahm, sondern das für viele bis heute wohl beste Tor aller Zeiten. Zum Abschluss dieses Videos kommen wir nun noch zu 2 Toren, von denen eins überragend und demütigend zugleich und das andere einfach nur erniedrigend ist. Dieses Tor ist für viele einfach nur respektlos. Dieser Treffer hingegen ist für alle jedoch einfach nur legendär.
Bis heute muss sich Jerome Boateng Witze darüber gefallen lassen, wie Lionel Messi ihn scheinbar ohne Mühe zum Umfallen brachte. Dass er den Ball danach noch über Manuel Neuer, den vielleicht besten Torhüter unserer Zeit, lupft, ist für viele der Beweis, dass es sich hier um den besten Fußballer aller Zeiten handelt. Und egal, ob nun Messi oder Ronaldo besser ist, in jedem Fall wäre ein Video über spektakuläre Tore ohne Lionel Messi alles außer vollständig. Und das war's auch schon mit unserem Video über die unglaublichsten Tore der Fußballgeschichte. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welchen Treffer wir vielleicht vergessen haben und ob wir demnächst eine Fortsetzung machen sollen. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.